Das Dorf wacht auf. Wer könnte es sein? Und die Mafia ist... Die Mafia ist... Peter! Ach Mann! Yippie! Ich hab gewonnen! Schon wieder? Sammy, sei mir ehrlich. Wären mehr Mitspieler dabei, dann würden wir wahrscheinlich... Was sagst du denn da, Peter? Du verletzt Wittchens und Brunos Gefühle. Weißt du was? Hier kommt eine Challenge. Wenn du die bestehst, glaube ich an dein Glück und deine Intuition. Die, was soll ich tun? Wie wär's mit etwas basteln? Juhu! Hey Leute, heute fordere ich Sam heraus, mich bei einem Brettspiel zu schlagen. Einem Brettspiel? Das hättest du mir direkt am Anfang sagen sollen. Ich schlag dich in allem. Egal ob in Alias, Monopoly, Jenga oder Mafia zum millionsten Mal. Trau dich doch. Nicht so schnell, Sammy. Dieses Brettspiel wird etwas ungewöhnlicher. Vorsicht mit dem Cutter, Leute. Zuerst einmal wollte ich selbst eins basteln. Und zweitens, tada! Cool, oder? Hä? Was steht bei der Uhr? Denn das Stück Pappe sieht nach einer aus. Nee, Sammy. Das Thema unseres heutigen Bastelprojekts wird Among Us sein. Das ist ja total cool. Wir haben ja schon einige Among Us-Spiele und Bastelsachen gemacht. Klickt euch einfach durch unseren Kanal, um die Videos zu finden. Ich bin bereit fürs Mithelfen. Schneide die am besten. Oh, Peter, ich weiß schon. In der Zwischenzeit arbeite ich an der Pappe weiter. Hier werden wir unsere Crewmates anbringen. Hier ist der erste Crewmate für dich, Peter. Ich dachte, du brauchst schon mal einen. Du kommst genau richtig, Kumpel. Leute, gebt Sam mal einen dicken Daumen nach oben dafür, dass er sich so einsetzt. Schaut mal, wir haben den Crewmate auf beiden Seiten der Pappe angebracht. Und seht mal, was ich hier habe. Das sind kleine Magneten. Und die sind für unser Bastelprojekt heute ganz wichtig. Wir müssen sie hier... hier anbringen. Boah, Sam. Peter, du hast die falsche Pinzette. Für Magneten musst du eine Plastikpinzette nehmen. Oh, stimmt ja. Genau, ein paar Tropfen werden schon ausreichen. Jetzt müssen wir hier kleine Aluminiumplatten anbringen. Puh, das dürfte eine Weile dauern. Und vergiss den Kleber nicht. Das mache ich dir 0,nix. Wirst schon sehen. Echt? Na dann mach mal. Wow, du hast nicht gelogen, Sammy. Na klar, ich bin ein Bildbastler. Ich wette, du hättest 10 Jahre oder so gebraucht. Ich habe mein Tempo auch ein bisschen angezogen, wie du siehst. Na gut, Ausgleich. Okay, Leute. Unsere Spielfiguren sind fertig. Ich nenne sie mal so. Und jetzt müssen wir einen Mechanismus basteln, der uns dabei hilft, zu erfahren, wer der Gewinner und der Verlierer des Spiels ist. Peter, nicht, dass ich deine genialen Fähigkeiten anzweifeln würde, aber ich verstehe das Spiel immer noch nicht. Tja, Sam, ich erkläre es dir so gut ich kann. Okay, also kennst du das Spiel mit den Streichhölzern, wo eines kürzer ist als das andere und man der Verlierer ist, wenn man das kürzere zieht? Hä? Sammy? Ja, das haben wir mal in Tibidaba gespielt, um zu entscheiden, wer den Abwasch nach einer riesen Party machen muss. Ich hab verloren. Ha, das Spiel funktioniert nach demselben Prinzip. Nur, dass es keine Streichhölzer geben wird. Wenn diese Flagge herauspoppt, hat man gewonnen. Klingt schleimfeistig. Oder Leute, gebt einen Daumen nach oben. Und jetzt kommen wir zu unserer Uhr. Sammy nennt sie zumindest so. Und bringen diesen Flaggenmechanismus genau an dieser Öffnung an. Damit auch alles gut hält, bringen wir diese Stützen an. Großartig! Und jetzt müssen wir noch solche Teilchen gegenüber von den Öffnungen ankleben. Ich brauche hier deine Hilfe, Sammy. Stets zu deinen Diensten, Peter. Bastilikus, Fixikus. Teilus, anbring euch. Wow, seht mal, Leute. Sam hat sogar die Magnete an ihren Platz gebracht. Super Zauberspruch, Kumpel. Oh, danke. Hey, was ist das denn? Das ist ein ziemlich langer Streifen Bastelpapier. Den müssen wir so hier zusammenrollen. Das wird das Zentrale von dem Ganzen. Wie du sehen kannst, brauchen wir noch eine Rolle. Die ist ein bisschen dünner und länger als die erste. Wir stecken sie so zusammen.
Und jetzt bohren wir da ein Loch mit dem Bohrer rein. Hey, frag lieber einen Erwachsenen nach Hilfe, okay? Okay, das hier wird der Knopf für unser Brettspiel. Ich denke, der sollte ein bisschen mehr Farbe bekommen, Peter. Na gut. Jetzt besser, Sammy? Viel besser. Passt jetzt ganz genau auf, Leute, denn wir setzen dieses Teil in den Mechanismus ein. Dieser kleine, aber sehr wichtige Teil wird den Faden an seiner Position halten. Wir ziehen ihn hier rüber und dann zur anderen Seite der Pappe. Dann stecken wir den Faden durch die Öffnung unseres Knopfes und ein Gummiband kreuzt den Faden. So lang. Und jetzt können wir den Knopf endlich anbringen. Das haben wir bis jetzt fertig. Hey Peter, hier können wir sicher sein, dass alles so funktioniert, wie es soll. Guter Punkt, Sam. Alle Spielfiguren müssen an ihren Platz. Seht ihr, diese beiden Magneten müssen sich anziehen. Spulen wir mal ein bisschen vor. Wow, das ist also die Rückseite von unserem Projekt? Yep. Die Spielfiguren haben wir mit Holzstäbchen angebracht. Und im nächsten Schritt müssen wir löten. Bleibt dran! Hey, der Lötkolben ist kein Spielzeug, okay? Braucht besser einen Erwachsenen bei euch. Ich für meinen Teil vertraue Peter. Okay, alles fertig. Jede der Spielfiguren ist jetzt miteinander verbunden. Jetzt müssen wir noch alles an einem Motor anschließen. Das ist der zweite Motor. Übrigens, der kommt unter den Knopf. Genau hierhin. Peter, ich habe dieses runde Ding gemacht, aber wozu brauchen wir das? Ah, sehr gut, Sammy. Dieses Stück wird sich tatsächlich drehen. Und siehst du den Aluminiumstreifen hier? Sobald eine der Spielfiguren diesen Streifen berührt, springt die Flagge raus und der Gewinner steht fest. Echt jetzt, Peter? Das klingt doch viel cooler, als ich dachte. Haha, danke, Sammy. Weißt du was? Wenn du mir beweist, dass das alles hier tatsächlich so funktioniert, wie soll, dann führe ich dich als den coolsten Freund ever. Sammy, das würde ich doch auch ohne diese Ehrung für dich machen. Aber wenn du es schon mal vorschlägst... Es ist nur, jeder Mechanismus muss ja getestet werden, richtig? Ganz genau. Schaut gut zu. Wir drücken die Spielfiguren runter in irgendeiner Reihenfolge. Bis, zack, die Flagge hochspringt. Lieber Peter, hiermit taufe ich dich zum besten Freund auf dieser Welt. Jetzt müssen wir zusammen ein Selfie machen. Warum basteln wir nicht zuerst zu Ende? Okay. Aber als guter Freund macht es mir nichts aus, wenn du schon mal Bionella ohne mich naschen gehst. Ich meine, nur falls du willst. Klar, um dann das Allerbeste zu verpassen. Das Dekorieren. Auf keinen Fall. Danke, Sam. Das kommt dahin. Ja, noch mehr. Und noch mehr. Mach langsam, Kumpel. Nicht rumwerfen. Upsi. Nimm das auch noch. Danke, Kleiner. Peter, ab hier übernimmst du. Wo ist meine Nutella? Atme tief durch, Sam. Wir sind schon fast fertig. Okay, die Flagge verträgt auch noch Farbe. Damit auch das ganze Spiel schick aussieht, oder Leute? Okay, das war's. Das Spiel ist fertig. Das könnt ihr mit etwas Geduld auch ganz einfach selbst bauen. Hey Sammy, lass mir Bionella übrig, ja? Also, was sagst du, Sammy? Bereit zu verlieren? Nur in deinen Träumen, Peter. Dann lass uns loslegen. Zack. Ich nehm den hier. Nimm das. Nee, nimm zwei. Na, warte, Sam. Juhu, ich hab gewonnen. Wusste ich's doch. Hä? Das ist unfair. Das Spiel ist gezinkt.
Ach komm schon, du musst lernen zu verlieren. Na, gefällt euch das Spiel? Versucht's mal zu Hause und spielt es mit euren Freunden und Freundinnen. Macht gut! Schere, Stein, Papier. Bis bald, Leute!